Okay, weiter geht's mit den Telefonnetzwerken. Ein Vorläufer der Telefonnetzwerke war natürlich die Telegrafie. Die war nicht sprachorientiert, sondern textorientiert. Das waren auch meistens zwei Punkte, die miteinander verbunden waren, wie zum Beispiel die erste 1839 zwischen Paddington Station in London und West Drayton. Und die ist deshalb zur Berühmtheit gelangt, weil ein Bankräuber, der mal in West Drayton eingestiegen ist und er dachte, er ist der Polizei entkommen, in London aussteigen wollte und über die Telegrafenleitung sozusagen die Polizei in London informiert worden ist, den Bankräuber bitte aus dem Zug zu holen. Und das ging so durch die Presse, dass die Leute zum ersten Mal wirklich die Wichtigkeit von Kommunikation solcher Art eigentlich verstanden hat. Die Telefonnetze kamen etwas später, auch in verschiedener Ausprägung. Die ersten Realisationen waren wirklich zwei Telefone, die miteinander kommunizieren konnten. Es ging 1876 ungefähr los. Und am Anfang war es noch so, dass jeder Gesprächsteilnehmer ein Telefon kaufen musste und sozusagen noch eine Leitung direkt zwischen den gewünschten Gesprächspartnern gelegt werden musste. Das sieht man hier in der Architektur. Die schwarzen Punkte sind die Telefone, die Drähte dazwischen sind die Verbindungen. Und auf der rechten Seite sieht man mal, was in New York damals los war, wie viele Verbindungen geschaltet werden müssten, weil diese Architektur ein völliges vermaschtes Netz war. Nicht völlig vermascht, aber schon sehr viele Verbindungen gingen von einem Telefon an die damaligen Verbindungen, die man gewünscht hat. Das heißt, ich musste in einen Laden gehen, mir ein Telefon holen und so viele Freunde, wie ich hatte, wahrscheinlich Kabel holen und mit diesen Leuten musste ich dann verbunden werden. Zur Technologie, die Leute haben damals Postkarten geschickt, wie viel Kabel durch ihre Straßen gehen und dass sie kaum noch mehr die Sonne sehen können aufgrund der Kabel. Sie fanden das damals aber gut, weil die Technologie voranschritt. Das war kein, es gab kein Begehren dagegen, sondern es war einfach ein Zeichen von Industrialisierung und von aufblühender Industrie, solche Kabelstränge in der Stadt zu haben. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man sehr viele Telefone hat, weil nicht nur das Tageslicht nicht mehr durchkommt, sondern man hat gar nicht so viel Kabel gehabt. Und man fing irgendwann an, zum Beispiel in Stockholm hier, die erste Realisation, einen sogenannten Switching Tower zu realisieren. Das heißt, die Architektur änderte sich. Es gab den Switching Tower in der Mitte, drumherum die Telefone, die jetzt mit dem Tower verbunden sind. Jetzt braucht man immer nur ein Telefon und ein Kabel zu kaufen, das genau die Länge hat von dem zu Hause bis zum Turm hin. Und im Turm selber wurden dann die gewünschten Verbindungen hergestellt. Interessanter Nebeneffekt, dieser Turm ist mal abgebrannt und man brauchte 3 Jahre, bis dieser Turm wieder in der kompletten Kommunikationsstärke so bestand. Also wenn wir über robuste Kommunikation und Resilienz sprechen, ist das mit 3 Jahren natürlich schon mal sehr interessant. Diese Switching-Idee hat man dann ausgeweitet, nicht eben auf einen Punkt, sondern auf mehrere Punkte. Das waren die sogenannten hierarchischen Netze. Das ist die erste kommerzielle Ausnutzung von wirklich weltweiten Telekommunikationsnetzen, nämlich mit hierarchischen Knotenpunkten, die wiederum die sogenannten Türme von den Türmen sind. Ja? Und verschiedene Knoten hatten verschiedene Aufgaben. Es gab Superknoten, das sind diese weißen Quadrate hier, die mehr Aufgaben hatten als zum Beispiel die Endpunkte in diesem Netzwerk. An den verschiedenen Knotenpunkten wurden dann Verbindungen zusammengesteckt, als wenn es eben ein physikalisches Kanal geben würde, aber es gibt nur einen logischen Kanal hier. Und das sind die Bilder, wo man eben meistens Frauen sieht, die eben diese Kabel von einer Verbindung in die andere stecken und auch noch aufschreiben, wie lange diese Verbindung aufgebaut worden ist, um darüber abzurechnen. Die Weiterentwicklung nach den Telekommunikationsnetzen war das sogenannte Internet, da will ich darauf eingehen. Wichtig nochmal festzuhalten, diese Telefonnetze firmieren auch unter dem Begriff Circuit Switch Networks. Das heißt, es wurde wirklich eine physikalische Verbindung zwischen den Telefonen oder Endgeräten realisiert. Das heißt, man konnte irgendwo hingehen und wirklich auf den Punkt drücken, wo man sagt, das ist meine Verbindung. Ja? Und das war ein Der Dienst war eigentlich nur Sprache zwischen zwei Endgeräten, die einen bestimmten Platz oder einen bestimmten Ort definiert haben. Das heißt, man hat nicht eine Person angerufen, sondern einen Ort. Ja, ein Zuhause, eine Bar, ein Büro, sowas in der Art. Und die Weiterentwicklung von diesen Netzwerken war nicht wirklich eine Weiterentwicklung, keine Evolution, mehr eine Revolution. Und das war das frühe Internet. Und das frühe Internet hat sich dadurch unterschieden, dass man eben nicht super intelligente Knoten hatte, die versuchten, ein hierarchisches Netz so zu bauen, dass die etwas dümmlichen Endknoten miteinander kommunizieren könnten, sondern hier hat man es umgedreht. Hier hat man gesagt, das Netz besteht aus sehr einfachen Knoten und die Endgeräte müssen intelligent sein.
Das ist eben das Packet Switch Network, was auch das als Internet firmiert, was auch später dazu geführt hat, eben Voice und Data zu übertragen. Und daher kommt eben die Idee, nicht mehr nur Orte miteinander zu verbinden, sondern Connecting People, ein Begriff, den Nokia mal geprägt hat, ein paar Dekaden zuvor. Die Frage ist nur, wie kommt man eigentlich von einem wohl definierten Netz wie dem Telefonnetz zu dieser Idee mit dem Internet? Und es gab damals in den 60er Jahren verschiedene Experimente, die Computer am MIT miteinander zu verbinden. Ja? Und dann war die Idee, nicht nur die Computer am MIT miteinander zu verbinden, sondern zwischen verschiedenen Universitäten in den USA. Und diese Idee wurde dem damaligen DARPA, dieser Defense-Organisation, also militärischen Organisation der USA, vorgestellt. Und der Licklider hat das damals 1962 gesagt als Intergalactic Computer Network. Das heißt, er hat versucht zu sagen, wir brauchen ein Netzwerk, das sogar in den Weltraum hineinragt. Und das haben die natürlich beschnitten und haben gesagt, er darf nicht Weltraum, aber er dürfte das ein globales Netzwerk draus machen. Und in den späteren Jahren haben weitere Arbeiten von Leonard Kleinrock und Paul Barron dazu geführt, dieses Internet zu definieren. Kleinrock hat einen wesentlichen Bestandteil dazu gemacht, in seiner Doktorarbeit am MIT über Warteschlangen zu promovieren. Warteschlange ist auch eine Vorlesung, die wir anbieten am Lehrstuhl. Und er war am MIT und arbeitet jetzt immer noch am UCLA, also Los Angeles. Paul Barron hat 2 Jahre später die sogenannten 11 Kapitel on Distributed Communication Series geschrieben und die wollte ich einfach mal näher beleuchten. Diese 11 Kapitel beschäftigen sich eigentlich damit, sich zu fragen, wie kann ich eigentlich ein verteiltes Kommunikationsnetz, dieses vermaschte Netz, was man da gesehen hat, aufbauen und wie gelingt es mir, eine bestimmte Redundanz in dieses System zu bringen. Wir erinnern uns an den Xerxes, der versucht hat, über verschiedene Wege Boten loszuschicken, um die Redundanz gegenüber den Spartanern zu robuster zu machen. Das ist genau die gleiche Idee. Wie kann ich eigentlich so ein Netzwerk redundant oder resilient machen? Und das kommt daher, dass diese Grundidee vom Internet eigentlich ein Netzwerk war, das eben nicht wie das Telefonnetz durch Ausschalten bestimmter Superknoten zum Zusammenbruch gebracht werden kann, sondern der Ausfall von einzelnen Knoten, da sollte das Netzwerk robust gegenüber sein. Ja? Und hier sind so die grundlegenden Gedanken zu so einem System einmal aufgesetzt worden. Wenn man jetzt in einem so einem vermaschten System überträgt, dann überträgt man nicht mehr, man macht ja keine Leitung mehr, sondern man überträgt Pakete, Informationspakete. Und die Frage ist jetzt, wie bekomme ich diese Pakete durch das Netz? Da könnte man natürlich wohl definiert sagen, von A nach B, von B nach C. Das ist ein Routing, eine Routing-Strategie. Hier ist nochmal eine andere aufgehört, eine andere Routing-Strategie, die heißt Hot Potato. Das heißt, ein Knoten bekommt ein Paket und gibt es einfach weiter zu einem der Nachbarpakete. Und der gibt es auch weiter, bis es zufällig an dem gewünschten Empfänger ankommt. Ist natürlich nicht sehr effizient, aber war eins der ersten Routing-Verfahren. Dann hat man sich auch schon überlegt, wenn ich von verschiedenen Knoten in einem Netzwerk von A nach B komme, wie viele andere Knotenpunkte muss ich dann anlaufen, bevor ich wirklich an mein Ziel angekommen bin? Da gibt es verschiedene Monte Carlo-Szenarien, die er da beschreibt. Aber wir werden auch in der Vorlesung, Netzwerk-Layer, da nochmal was zu hören, auch Verfahren herausbekommen, wie wir das jetzt heute machen würden. Auch hier wieder im 4. Kapitel Sachen über Prioritäten. Ja, also wie gehe ich mit Nachrichten um, die wirklich wichtig sind und welche, die nicht so wichtig sind? Was passiert eigentlich, wenn zu viele Pakete in meinem Netzwerk sind? Was mache ich mit sogenannten Overload-Situationen? Dann gibt es nochmal einen kleinen historischen Abriss, so ähnlich wie wir ihn ja auch gemacht haben. Was sind Telefonnetze? Was soll das zukünftige Internet eigentlich machen? Und im Kapitel 6, Minicost Microwave, kann ich nicht nur ein drahtgebundenes Netz haben, sondern könnte ich auch ein drahtloses Netzwerk haben, sondern dass Endpunkte im Netzwerk sozusagen auch noch über Radiowellen mit Empfängern reden können. Ja, das ist eigentlich die Grundlage vom heutigen Mobilfunk. Dann noch eine Frage zu dem, wie man High Data Rate sozusagen realisieren kann. Wie kann man dieses Hot Potato Verfahren, das ich gerade angesprochen habe, durch ein sogenanntes Store and Forward Message Block Relaying verbessern?
Und dieses Store and Forward ist auch eigentlich die Grundlage des Internets. Das heißt, es kommen Pakete in den Knoten rein und sie verlassen den Knoten auch wieder. Wie eine Wasserleitung, wo an einem bestimmten Knotenpunkt Wasser reingeht und auch wieder Wasser die Rohre verlässt, so ist es genauso hier. Auch noch bekannt als Kirchhoffsches Gesetz für elektrische Ströme zum Beispiel. Die Frage auch, wie gehe ich mit Multiplexing-Stationen um? Was ist, wenn ich mehrere Knoten habe, wo mehrere Ströme reinkommen, sogenannte Switching Nodes. Das ist natürlich auch eine Sache, die heute noch das Internet definiert. Kapitel 9 hat sich dann mit Security beschäftigt. Das gleiche Problem, wie Xerxes es auch hat. Wie kann ich die Nachrichten eigentlich sozusagen in dem System haben, ohne dass ein Angreifer von außen mitlesen kann, was ich mache? Dann auch nochmal die Frage, wie teuer wird eigentlich so ein Netzwerk? Das war wahrscheinlich eine Grundlage, zu sagen, was brauche ich, um so ein Netzwerk aufzubauen? Und da sieht man einfach mal, 60 Millionen Dollar pro Jahr bräuchte das. Und natürlich eine Summe, die wir heute bei Weitem überlaufen mit dem Internet, das wir heute haben. Und Kapitel 11 fasst nochmal alles zusammen, um das Konzept eines Packet-Switch-Networks aufzufassen. Diese 11 Kapitel sind noch im Internet vorhanden. Kann man sich mal runterladen und sich überlegen, was passiert da eigentlich. Die Grundlagen zu dem habe ich nochmal herausgenommen und einige Sachen zeige ich Ihnen hier nochmal innerhalb der Folien. Ein schönes Bild im historischen Abriss ist nochmal ganz kurz hier die verschiedenen Netzwerkarchitekturen zentralisiert. Sie erinnern sich in Stockholm der Funkturm, der einzelne zentralisierte Switching Point und dann ein dezentrales Netz mit Superknoten, ja, und das vermaschte Netz. Und das vermaschte Netz, das auf der rechten Seite, ist das von ihm bevorzugte Netz gewesen. Gut, warum ist das so? Er hat sich mal angeguckt, wie sieht denn eigentlich die Redundanz in so einem Netzwerk aus, wenn ein Knoten ausfallen würde. In einem Telefonnetz, wenn ich einen Superknoten treffe oder jeden Knoten, über den meine Verbindung geht, wenn ich so einen Knoten herausnehme, bricht meine Verbindung ab. Da wir hier es mit Paketvermittlerübertragung zu tun haben, kann man einen Knoten herausnehmen. Und der Knoten, der diesen ausgefallenen Knoten eigentlich belädt, wird einfach sagen, dann nehme ich halt einen anderen Weg um den Knoten herum. Und hier ist ein Graph aus dem Originalkapitel von Barron, der einfach mal zeigt, wie ist denn die Operationsfähigkeit meines Netzwerkes über die Ausfallwahrscheinlichkeit von einzelnen Knoten. Und hier sieht man auf der rechten Seite mal so ein Netzwerk. Das sagt, man hat zwei verschiedene Knoten, einen Sender und einen Empfänger. Hier gibt es drei verschiedene Usable Paths zwischen den beiden Sender- und Empfängerpaaren. Und er sagt jetzt, wenn ich drei oder vier Shortest Paths annehme zwischen diesen beiden, dann habe ich eine bestimmte Auswahlwahrscheinlichkeit. Die kann ich verbessern, indem ich zum Beispiel ein perfektes Switching, also eine perfekte Route finde, dass ich immer noch an diesen Knotenpunkt herankomme. Und wenn ich dann eben nicht nur drei oder vier habe, sondern unendlich viele Pfade, dann kann ich einfach sagen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kommunikation stattfindet, eben genau 1 minus der Wahrscheinlichkeit der Ausfallknoten, der einzelnen Knoten. Und das ist diese Best Possible Curve. Und das hat er damals schon gezeigt. Und Redundanz war eins der wichtigsten Sachen, die dieses Netzwerk eigentlich machen sollte. Das ist ganz interessant, wenn man sich dann mal anschaut, was die folgenden Jahre passiert ist. Nachdem man am MIT einzelne Computer verstrickt hat, hat man gesagt, lass uns auch noch mal zwischen verschiedenen Universitäten das machen. Kleinrock war mittlerweile an der UCLA, darum geht es in UCLA los. In der Nähe war Stanford Research Institute, SRI, University of California, UCSB und Utah. Also 4 verschiedene Knotenpunkte. Und was auch kam vom UCLA-Team, war das erste sogenannte Request for Comment, das heute noch immer gibt. Das ist eine Standardisierungsgruppe IETF, die formuliert RFCs, also Request for Comments, wo man beschreibt, wie sehen die Protokolle eigentlich aus. Im Grunde steht genau da drin, was diese Internetknoten machen sollen, was auch der Chappé-Telegraph machen sollte zwischen den Menschen. Also ein Codebuch, welche Protokolle sollen eigentlich zwischen diesen verschiedenen Knoten aufrechterhalten werden. Und 1969 hat Kleinrock den ersten Remote-Login auf einem anderen Computer gemacht. Das heißt, er war noch in Los Angeles und hat sich an MIT in einen Computer eingeloggt und von da aus Befehle losgeschickt, weil natürlich durch die Zeitverschiebung manchmal die Kollegen in Boston schon zu Hause waren und er trotzdem noch weiterarbeiten wollte. Das ist eher zufällig passiert. Wenn man dann die Entwicklung über die nächsten Jahre 1971, 1973 sieht,
dann wurden immer mehr Knoten hinzugefügt. Und das Besondere ist, dass man am Anfang einfach Konnektivität zwischen den Knoten haben wollte. Die Idee von Paul Barron zu sagen, ich will ja eigentlich ein redundantes Netzwerk haben, hat man sehr schnell verworfen. Die Redundanz war immer noch wichtig, aber man hat gesehen, wenn ich mehrere Pfade nehme, schicke ich ja auf jedem Pfad die gleiche Information. Wie Xerxes mit seinen Kurieren auch gemacht hätte. Aber hier wird so viel Kapazität vom Netzwerk weggenommen, denn wenn ich drei Pfade habe, würden ja auch nur ein Drittel der Kapazität mir zur Verfügung stehen, dass man diese Idee verworfen hat. Erst jetzt, Anfang 2010, fing man wieder an, mit Multipfad-Kommunikation anzufangen, um zu sehen, wie man das eigentlich verbessern könnte, die Redundanz in einem Netzwerk. Aber am Anfang ging es einfach nur um die reine Konnektivität. Und wie hat man die hergestellt? Man hat nicht nur weitere Knotenpunkte hinzugefügt, wenn man heute sieht, eine große Anzahl der Städte ist einfach verbunden im Internet, sondern man hat damals die Endknoten internetfähig gemacht. Die konnten schon rechnen, miteinander reden, das waren die Computer. Hier ein Commodore C64 aus alten Zeiten. Und man hat diesen Computer über einen Akustikkoppler an das Original-Telefonnetz angeschlossen. Das heißt, eine neue Idee wird über ein altes Netz übertragen. Etwas, was wir heute immer noch machen, wo wir neue Ideen einfach über das Internet übertragen, transparent. Und auf der linken Seite sieht man nochmal, wie das auch in Telefonzellen, die gab es früher, das sind diese Fernsprecher, wo man Geld einschmeißen musste, wo man dann versucht hat, mit den Akustikkopplern sich einzuwählen. Das haben damals Leute gemacht, die sehr viel Spaß dran hatten, gerade vom Computer Chaos Club, an die NASA zu kommen, um die Baupläne vom Space Shuttle zu bekommen. Und da ist es natürlich gut, wenn man nicht seine eigene Nummer benutzt, sondern am besten eine öffentliche Telefonzelle. Gut, wie geht's weiter? Das, was wir bis jetzt gemacht haben, Internet wird auch Teil sein von dem, was wir in der Vorlesung besprechen, aber die Entwicklung hält da ja nicht an. Mit den Grundlagen, die wir hier in der Kommunikationsnetze 1 Vorlesung schaffen, geht natürlich die Entwicklung weiter und das wird auch in Kommnetz 2 und 3 weiter beleuchtet. Als Ausblick ganz kurz, wir hatten die Circuit Switch Networks und die Packet Switch Networks mit einer Revolutionsstufe dazwischen und was wir jetzt eigentlich wollen im nächsten Revolutionsschritt sind Netze zu bauen, mit denen wir sozusagen mit den Maschinen interagieren können, dass wir die Autos fahren lassen können, dass wir die Roboter anlernen können. Und dafür brauchen wir ein ganz anderes Netzwerk, das eben nicht mehr Ende zu Ende gedacht ist, sondern wo die Intelligenz im Netzwerk selber ist. Die werden dann wahrscheinlich nochmal anders heißen, nicht mehr Packet Switch Networks, vielleicht Computing Centric Networks wäre ein Begriff, der vielleicht gegeben wäre, um das zu beschreiben, weil jetzt die Intelligenz wirklich in den einzelnen Knotenpunkten sind und wir sprechen hier nicht mehr von Store-in-Forward, wo Pakete nur weitergeleitet wird, sondern wo Pakete auch wirklich am Knotenpunkt bearbeitet werden können. Das besprechen wir später. Und während man früher noch Orte und Leute miteinander verbunden hat, werden zukünftige Netze sich damit beschäftigen, wie das Internet der Dinge in Echtzeit realisiert werden kann. Gut. Das heißt, die Telefonnetze, das waren die intelligenten Netze, aber sie waren nicht resilient. Dann hat man mit dem Internet gesagt, wir wollen resiliente Netze, aber das Netz war einfach nicht intelligent, weil es nur noch Store und Forward gemacht hat, einfaches Weiterleiten. Und was wir jetzt haben, sind die sogenannten Compute-and-Forward-Netze, Netzwerke, die Intelligenz haben. Und das passiert daher, dass die Knotenpunkte auch Computing-Fähigkeiten haben und dann spricht man vom sogenannten Softwarized Network. Das heißt, man kann die Software nicht nur an den Endpunkten als App aufspielen, sondern als Netzwerkfunktionalität im Netzwerk. Aber das sind Sachen, die wir in Comnet 2 nochmal detailliert besprechen werden. 5G ist eins der Sachen, die wir auch hier am Lehrstuhl sehr stark betreiben. Hier eine grobe Übersicht der einzelnen Themen, die 5G beinhaltet. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Wenn Sie das interessiert, es gibt die ersten Vorlesungen von Comnet 2 auch auf YouTube. Da wird dieses 5G-Atom kurz mal beschrieben, wie das Zusammenspiel von verschiedenen Use Cases, Konzepten, Technologien oder auch technischen Requirements ist. Da verweise ich aber auf Comnet 2.
Wenn nach 5G könnte es weitergeben, 6G, es gibt ja schon Leute wie den Kollegen hier auf der rechten Seite, der schon nach 6G ruft. Wir im Moment glauben noch nicht, dass 6G eine gute Idee ist, weil 5G gerade im Aufbau ist. Man sollte sich eigentlich darauf fokussieren, erstmal diese Technologie an den Markt zu bekommen. Und ob es dann noch eine Weiterentwicklung im Bereich 5G gibt, ist eine Fragestellung. Wir haben dazu mal einen Artikel verfasst, können Sie sich gerne angucken. Ist nicht Teil natürlich der Klausur, nur zu Interesse halber, warum man eben über 6G im Moment noch nicht reden sollte und vielleicht es auch gar nicht machen wird. Es gibt noch andere Themen, die interessant sind. Molecular Communication, wo wieder physikalische Partikel übertragen werden, um Kommunikation zu realisieren, eben nicht über elektromagnetische Wellen, sondern wirklich über physikalische Einheiten. Das geht wieder zurück auf Xerxes, wo wirklich Papierrollen noch sozusagen ausgetauscht worden sind. Das ist aber etwas, was wir in COMNETZ 3 machen. Ja. Darüber hinaus, wenn man sich die Entwicklung mal anguckt, in COMNETZ 3 werden auch diese angesprochenen Post-Channel-Verfahren beleuchtet und auch Quantenkommunikation kommt da nochmal dran. Und wenn man sich die drei Vorlesungen anguckt, dann ist COMNETZ 1 eigentlich dazu da, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die wir bis jetzt eigentlich gemacht haben in unseren Kommunikationsnetzen. COMNET 2 sind die Änderungen, die gerade stattfinden in Kommunikationsnetzen hin zu den Softwarized Networks, hin zu 5G. Da passiert eine Menge, weg von Store and Forward hin zu Compute and Forward Netzwerken. Und dann COMNET 3 ist das, wo wir eigentlich wirklich auf Themen gehen, von denen noch keiner weiß, ob die in 10 Jahren noch überhaupt da sind. Aber einige von diesen Themen, die werden einfach den Bestandteil ausmachen, dass Sie als Student einen Vorteil haben gegenüber der alten Klasse der Studenten, die einfach nur den alten Kram bis jetzt gehört haben. Und daher kann ich Ihnen COMNET 3 auch nur ans Herz legen. Insgesamt, wenn man sich die Vorlesungsreihen anguckt, von COMNET 1 über COMNET 2 und 3 gibt es noch Parallelsachen in Smart Grids, Network-Codierung als einen informationstheoretischen Ansatz mit Implementierung, was man dafür Kommunikationsnetzwerke machen kann, aber auch kooperative Kommunikationsnetze ist eine Vorlesung und dazu als Bestandteil Statistik 1 und 2 oder auch Warteschlangentheorien. Es ist ein bunt gefächerter Blumenstrauß. Suchen Sie sich aus, was Sie davon gerne hören würden. Wir freuen uns, dass Sie bei COMNETZ 1 dabei sind und machen dann weiter nächstes Mal mit der zweiten Vorlesung von Kommunikationsnetze 1. Vielen Dank.